Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Jürgen und ich möchte dich hier ganz herzlich zu einem neuen Videoformat, das immer Donnerstagabend ab 20 Uhr hier auf diesem Kanal laufen soll, herzlich begrüßen. In diesem Videoformat geht es um dein RAW, meine Bildentwicklung. Das Ganze in nur 5 Minuten. Ich gebe mir genau 5 Minuten Zeit, damit ich ein Foto in Lightroom entwickeln kann. Damit möchte ich so ein bisschen aufzeigen, dass eine RAW-Fotografie und die spätere Nachbearbeitung überhaupt nicht lange dauern muss. 5 Minuten für das eine Foto ist jetzt nicht allzu viel Zeit und ich denke, mal gucken, wie das Ganze jetzt hier funktionieren wird. Ich habe hier ein Bild von Ines bekommen, da habe ich übrigens genau 3 Fotos bekommen. Das erste habe ich mir wahllos aus diesen 3 herausgesucht. Und das möchte ich jetzt hier mit dir entwickeln. Wenn du dein Foto mir zusenden möchtest, das ich für dich jetzt hier entwickeln soll, dann schreib mir doch bitte eine E-Mail an die eingeblendete E-Mail-Adresse dein-raw@kitea.de. Ich werde mich dann bei dir melden. Wir werden einen Weg finden, wie du die RAW-Daten zu mir transferieren kannst, wie wir das Ganze jetzt hier rechtlich vereinbaren können, denn das ein oder andere müssen wir im Vorfeld klären. Du kannst dann gerne von mir die RAW-Entwicklung zurückbekommen, das ist gar kein Problem. Aber jetzt starten wir hier erst einmal mit dieser Bildentwicklung. Ich starte dazu auf meinem Handy meinen Timer. Der ist jetzt hier genau auf 5 Minuten eingestellt. Und ich starte ihn in 3, 2, 1, jetzt. Zunächst möchte ich mich erstmal hier um den Schnitt kümmern, denn mir gefällt es hier zum Beispiel, dass das Wasser hier so viel ist, nicht so unbedingt. Da würde ich ganz gerne das Bild ein bisschen beschneiden wollen. Ich würde jetzt hier ungefähr die Hälfte von dem Wasser rausnehmen, ungefähr so weit. Okay, da verliere ich hier unten von dem Busch so ein bisschen was, egal. Ich werde auch hier die Bäume so ein bisschen beschneiden, sodass wir so wieder so ein bisschen auf das 16:9 Format kommen. Ungefähr so, ich sag fertig, der Schnitt ist schon mal ganz okay für mich. Dann habe ich hier hinten diese Dame, die hier in diesem rosanen T-Shirt dasteht. Ich finde, die fällt sofort auf. Die würde ich jetzt hier schnell rausretuschieren. Mit einem Klick hier auf die gute Frau. Ja, vielleicht muss man nochmal einen zweiten Klick draufsetzen. Geht es hier nicht so gut. Ich mache es alles rückgängig. Ich zoome mal ein bisschen näher in das Bild rein. So. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Chancen. Okay, ich denke, das passt schon soweit. Ich zoome raus. Okay. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier nur 5 Minuten Zeit. Ich habe jetzt hier schon 1,5 Minuten verbraten. Ich gehe hier in die Grundeinstellungen. Dann sage ich erstmal auf fertig, werde jetzt mir hier die Farbtemperatur auf Tageslicht umstellen. Okay, die Lichter werde ich ein bisschen runterziehen, ungefähr so. Die Tiefen ein ganz klein wenig aufhellen, vielleicht so Weißpunkt automatisch setzen lassen, Schwarzpunkt ebenfalls. Dann möchte ich hier Struktur reinziehen um 40 und die Klarheit ein bisschen nachziehen, so ganz leicht 12, Dynamik so um die 32, sagen wir sogar auch um die 40 reinziehen. Es kann ruhig ein bisschen knackig werden, dieses Bild von den Farben her. Dann werde ich jetzt hier mit dem Korrekturpinsel mir hier die Sättigung auf plus 25 einstellen und hier einmal über das Ganze drüber malen, sodass wir hier ein bisschen mehr von dieser Herbststimmung reinbekommen. Vielleicht auch hier so ein bisschen über die Hausdächer, so hier in das Grüne vielleicht noch so ein bisschen. Wenn es mir noch nicht gereicht, kann ich noch ein bisschen das Ganze verstärken. Und werde auch ein ganz bisschen wärmer gestalten. Genau, da wird es noch ein bisschen kräftiger alles. Okay, ich würde sagen, das passt schon soweit. Dann würde ich mir einen neuen Pinsel herholen. Den werde ich jetzt hier erstmal zurücksetzen. Entschuldigung. Und dann würde ich hier von der im Schwarzbereich hier ein bisschen nach unten gehen, so um die 10. Und hier einmal so reinmalen. Hier mal so ein bisschen reinmalen, hier oben. Da, wo so die Schatten sind. Und das Ganze noch ein bisschen betonen.
dass wir so ein bisschen Plastizität ins Bild bekommen. Hier ein bisschen und da ein bisschen. Okay, ich denke, das ist schon soweit in Ordnung. Ich denke, das war's schon mit der Korrekturpinsel. Ich würde jetzt hier auf das Verlaufstool wechseln, auf das Verlaufswerkzeug, würde mir hier im Himmel einen Verlauf reinziehen, ungefähr so. Und gehe jetzt hier auf von der Bereichstemperatur von aus auf Farbe und werde mir jetzt hier in die Farbbereich. Das war natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich habe jetzt noch 1,5 Minuten Zeit, wir müssen uns richtig beeilen. Ich gehe jetzt hier nochmal in den Verlaufsfilter rein. Gehe jetzt hier auf Farbe, würde mir jetzt hier die Bereiche markieren. So, 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 so. Und würde mir jetzt hier das Ganze runterziehen. Passt schon soweit. Dann möchte ich jetzt hier den Wasserbereich mit dem nächsten Verlaufsfilter so ein bisschen abdunkeln. Der ist mir zu hell. Ganz leicht nur. So. Und dann gehe ich auf Fertig, gehe auf HSL Farbe Schwarz-Weiß. Die Luminanzwerte hier von den Blauwerten so ganz leicht absenken und die ganzen anderen Farbtöne in der Sättigung ein bisschen anheben. So. Und dann, wir haben noch 29 Sekunden. Schnell in die ich gehe direkt in die Effekte, würde mir jetzt hier noch eine Vignette reinziehen, nicht zu stark. Die Lichter möchte ich schützen und die Weiche kann zwar auf 100% sein. Und wir machen jetzt einen Vorher-Nachher-Vergleich. So sah das Bild vorher aus. Das habe ich jetzt in 5 Minuten daraus gemacht. Von dem Bild sind wir gestartet und das habe ich jetzt hier in nur 5 Minuten rausentwickelt. Mit 1 oder 2 Minuten mehr Zeit hätten wir das Ganze noch ein bisschen verfeinern können, ein wenig mehr in die Schärfe gehen können, aber ich denke, das ist schon ganz okay. Wenn wir noch ein bisschen mehr Dodge and Burn betreiben können, um noch ein bisschen mehr die Schatten und die hellen Bereiche rausholen können, aber du siehst, in nur ganz, ganz wenig Zeit haben wir schon ein ganz brauchbares Ergebnis erzielt. Vielen Dank für das Foto an die Ines. Die nächsten beiden Bilder kommen in den nächsten Folgen. Wenn du auch ein Bild von mir entwickelt haben möchtest, dann schick mir eine E-Mail an dein-raw@kitea.de und wir finden einen Weg, wie die RAW-Datei von dir zu mir kommen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich für deine Zeit, mach's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.